Ball anhalten. So, was war denn das jetzt? Ach, da brauchen wir Ferdra-Fasern. Das ist ja tatsächlich mal eine neue Quest, eine Sammelquest für Pflanzen. Das soll ich jetzt mal eben machen, weil 6 Stück will er haben. Wir könnten theoretisch auch einfach nur zur Bank gehen, die da rausholen. Aber ich möchte die hier sammeln. Na, lass mich in Ruhe, du blöder Sporensack. Blöder Sporenseppel. Na, wo sind jetzt die ganzen Gegner? Ah, Mann, ey. Musste ja jetzt passieren, dass die direkt vor mir spawnen. Ihr alten Sackratten. Na komm. Machen weg. Sei lieb und machen weg. Ja, sehr schön. Brav. Braver kleiner Berserker. Och Mann, nervt mich nicht. Wo sind denn da oben? Ach, guck, da sind wir gerade sogar falsch gelaufen. Sind wir in die Richtung gelaufen, wo eigentlich nichts wächst. Auch wir. Ach, ist das hier alles hübsch. Es gefällt mir so wahnsinnig gut hier in dem Spiel. Moment, da müssen wir runter. Oh, neuer Gegner. Ich weiß gar nicht, ob. Ne, die brauchen wir nicht. Dann lassen wir die erstmal stehen. Die werden wir bestimmt später noch brauchen. Na komm. Da sind schon mal 3. Fantastisch. Das heißt, wenn wir Glück haben, noch einmal sammeln und wir haben die alle zusammen. Ich denke aber mal eher nicht. Doch, tatsächlich, mein Gott. Nicht schlecht. Und dann werden wir uns jetzt die Halsketten holen. Oh, da müssen wir hier irgendwo, irgendwelche müssen wir hier töten. Ich weiß aber nicht welche. Was müssen wir denn hier überhaupt töten? Oder ist das hier. Sind das die Truhen? Gucken wir mal eben in die Truhen rein. Tatsächlich sind hier in den Truhen drin. Dann gehe ich doch mal die Truhen abklappern. Alles plündern! Hoffe halt, dass die blöden Mistviecher mich in Ruhe lassen, weil ich gerade keinen Bock habe, die umzunuken. Ach, scheiß drauf. Komm. Nein, andersrum. Da gibt's mehr. Habe ich gerade auf der Minikarte gesehen. Was ist denn hier los? Sind das NPCs? Ja, tatsächlich sind NPCs, die sich damit rumschlagen. Oh, hier ist sogar der nächste Questgeber. Wo ich jetzt aber noch nicht hingehe. Ich glaube, hier müssen wir uns jetzt doch einmal durchprügeln. Entschuldigung. Aber ich versuche es hier oben. Gibt es hier oben? Ja, da oben ist noch eine Truhe. Da gehen wir doch glatt mal hin. Kommt her. Meine Freunde des schlechten Geschmacks und des Sonnenuntergangs. Ja, ein bisschen was hat's gebracht. Nicht das meiste, aber immerhin ein bisschen. Das war der falsche Knopf, verdammt. Meine Herren. Ja, sollte man nicht unterschätzen, schätzen die Mobs. Jeden neuen Mob. Sollte man vielleicht erstmal einzeln probieren, bevor man sie in der Gruppe platt macht. Aber was Terra angeht, bin ich ja schon einigermaßen gut. Und von daher kann ich mir das einfach mal erlauben. Halt nicht weg. So. Erschreckt die Truhe bitte. Ob das sie vor lauter Angst uns die Gegenstände gibt, die wir brauchen. So, was haben wir da unten? Da liegt ein. Eine Rune. Hier muss ich mal eben reingucken. Hier gibt es auch eine Truhe. Holen wir uns mal die Rune. Weil wenn die einer liegen lässt, warum sollten wir die nicht einfach mal mitnehmen? Ja, ich hab's befürchtet, blöd Mann. Blödes Mistviechzeug. So, die ist gut zur Seite gesprungen. Das muss man den NPCs, NPC sind es ja nicht. Na, das muss man den Gegnern lassen. Also sie haben schon recht gutes Movement, sind vielleicht nicht die super intelligentesten, aber immerhin. Oh, das ist Sphäre. Sphäre der Lebenskraft. Ihr habt keinen Anspruch darauf. Ach, das ist ja hier, das ist hier der Dragon Ball, den einer liegen lassen hat.
Dragon Balls sage ich deswegen, weil die wirklich aussehen wie die Dragon Balls. Das ist von den Mystikern die Heilkugeln, die man mit denen überall ablegen kann. Also wie Eier legen und so. Nur halt mit Kugeln, die einen heilen. Und jetzt holen wir. Scheiße, das ist ein namhafter Gegner. Das ist ein namhafter Gegner, da will ich nicht. Dann erstmal hier weg und holen wir uns die Truhe, wenn wir hinkommen. Ist das auch noch ein namhafter? Nein, das ist kein namhafter. Das ist auch kein namhafter. Scheiße. Da haben wir wieder die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. So, die kriegt sofort von hinten eine reingezimmert. Und dann einmal durchwirbeln. Zack. Da haben wir die Spezialattacke aufgehalten. Da einmal alle umgeknüppelt. Und dann kümmern wir uns erstmal hier um die Einzelne. Boah, wir machen ja mal gar keinen Schaden an denen. Aber ich denke, jetzt soll es das gewesen sein. Jawohl, eine noch. Ja, hättest du wohl gerne, wa? Das ist wieder ein Dwaner Bandit. Und damit haben wir wieder eine Glücksschachtel. Die Halsketten haben wir dann gleich auch alle zusammen, wenn wir die zwei Truhen aufhaben. Ich hoffe nur, die zweite Truhe kriegen wir noch auf, bevor die respawnen. Entschuldigung. Jawohl, geschafft. Schnell zurück. Ich werde uns jetzt mal die. Na, da, gut. Ich werde uns jetzt mal die Handlungsquest holen, weil die ist ja hier eh um die Ecke. Ich muss halt nur gucken, dass uns dann auf dem Weg dahin nicht alles platt macht, was wir jetzt gepult haben. Ist mir eine Ehre. Ich warte da jetzt erstmal auf die Gegner. Ja, da kommen sie nämlich. Ich hoffe nur, die rennen wieder weg. Na, 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 na. Ne, wollen kämpfen. Dann werden wir auch kämpfen. Dieses feige Stück Dreck, ne? Rennt da wieder weg. Ey, sag mal, spinnst du, altes Mistviech? Na, die Kombo funktioniert nicht so gut. Schon wieder eine Glücksschachtel. Mein Gott, heute droppen Glücksschachteln ohne Ende. Dann werde ich wahrscheinlich demnächst mal meiner Frau da welche schicken müssen, weil die hat im Moment richtig viele Schlüssel. Ich glaube 30 Stück dafür. Ich kriege mit meinem Ihr Priester seht irgendwie nichts gut kampfbereit geschrieben. aus. Oh Scheiße, der hat ja noch eine normale Quest. Für die Föderation. Entschuldigung. Aber schön, dass wir im Moment nur Männer zum Synchronisieren haben und dann gucken wir mal Aufstand der Dwana. Neakal schickt euch ausgezeichnet. Ich könnte das alles selbst erledigen, aber man sollte den Ruhm jetzt ja stets mit anderen teilen. Ich bin hinter den Dwana-Kommandanten her, einen blutrünstigen Unhold namens Tuebenius. Tuebenius. Er ist gerissen und kennt keine Gnade. Darum muss er sterben. Ihr findet ihn nordöstlich von hier, ganz in der Nähe. Wenn ihr ihn tötet, löst ihr damit Verwirrung und Unsicherheit unter den Dwanern aus. Dann können wir ganz sicher vorrücken und den Rest erledigen. Es ist so gut wie. Er ist so gut wie tot. Ja. Geldsack. Mal eben gucken, wer die droppt. Ah, auch hier, das ist schön. Ach, guck, jetzt müssen wir die Tussis auf. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das sofort mitgemacht. Hätte ich den ganzen Scheiß nicht nochmal machen müssen. Aber was soll's? Wir müssen ja eh wegen der Handlungsquestchen locken hier mal ein paar an. Komm mal her, süße, kleines Mädel. Ah. Wie gern hätte ich das doch in Wirklichkeit, dass mir so viele Weibsen folgen. Oh, scheiße. Weil so sechs Mädels am Arsch, die einem an den Arsch kämen. Oh, wie süß, wir müssen hinterher. Nein, die wollen mich ja eigentlich hier alle schlachten, die Deppen. Aber es hätte schon was. Im Moment habe ich nur eine, die reicht mir aber vollkommen. Weil auch eine kann mich wahnsinnig machen. So, da sind so alle wieder weg. Krass, so viele getötet, aber nur zwei Questgegenstände. Finde ich jetzt nicht so optimal. Aber soll's. Gibt noch Erfahrungspunkte. Wir haben gleich schon Level 16. Krass, wie. Oh, da haben wir was gekriegt für unsere Rüstung. Ich glaube, das allererste Mal für unsere Rüstung was bekommen. Das werden wir uns jetzt auch mal eben angucken, eben in Sicherheit geht, bevor die spawnen und wir mittendrin stehen. So, was haben wir denn da? P brauchen wir auch noch für Player.
Ach, wir haben ja noch was für Rüstung. Brauchen wir das Henry? Was kann der denn? Wenn ihr von einem Bossmonster angegriffen und niedergeschlagen werdet, wird mit 15%iger Wahrscheinlichkeit Schild 2 ausgelöst. Müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Was haben wir hier? 10,22. 10,22 haben wir auch ausgerüstet. Und hier haben wir. Oh, wir haben noch keine Halskette. Cool. Dann nehmen wir die doch auf jeden Fall mit. Ich mache mal ganz kurz eine Aufnahmepause und bin gleich wieder für euch da. Bis dann. So, und da bin ich auch schon wieder. Hat etwas länger gedauert, weil meine Frau dann doch noch ein Telefonat führen musste und ich hatte halt wieder ein menschliches Bedürfnis. Und deswegen sind wir etwas später wieder da. Ich glaube, 20 Minuten war die Pause jetzt für mich. Für euch ist sowieso keine Pause, weil ihr habt direkt im Anschluss ja das, was ich jetzt spiele. So, und wir müssen jetzt noch sehen, dass wir hier. Entschuldigung. Na? Ach, die rennt da wiederum weg. Was hämmer ich denn immer noch drauf? Und wir kriegen irgendwie nicht das zusammen, was wir brauchen. Da auf jeden Fall ein neues Rezept gekriegt. Hier, die machen wir nochmal weg. Fünf Geldsäcke brauchen wir noch. Oder Geldbörsen, keine Ahnung, was wir von denen besorgen. Geldsäcke. Sowas. Also, Dagobert Duck, gib mir her. Die haben Dagobert Duck geklaut. So, das Erz nehme ich gleich auch direkt mit, weil wenn wir schon hier stehen, immer her damit. Und dann müssen wir mal gucken, wo war denn der namhafte Gegner? War der hier oben oder war der unten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall holen wir uns hier die süßen Mädels und hauen sie um. Super, eine ist schon wieder hin. Die zweite fällt auch gleich vom Glauben ab, genau. Und na gut, das hat nicht ganz gebracht, weil die hatte noch relativ viel. Oh, Level up, sehr schön. Dann können wir ja gleich auch noch ausbilden vom Frühstück. Wenn wir überhaupt bis dahin zu einer Stadt kommen. Oh, ausreichende Ader, dann müssen wir erst die Tante hier platt machen. Weil die uns ja wieder gesehen hat dabei. Zack, wie schön hier mal fliegen. Ich mag diese Fähigkeit sehr gerne. 4 von 7 haben wir schon. Na, kommt schon. So, 5 von 7. So, und jetzt nehmen wir hier diese ausreichende dieses ausreichende Krümmetallerz mit. So, Stufe 80, ich glaube, höher geht es jetzt mit dem Erz nicht. Doch, geht auch noch. Wie hoch geht denn das mit dem Erz? Naja. So, wir kämpfen uns auf jeden Fall hier oben mal durch. Ich weiß nicht, ob man es mitkriegt. Ich habe in der Pause auch nochmal den. Na, wie heißt es? In der Pause habe ich auch mal die Musik und die Geräusche ein bisschen lauter gemacht. Also ich glaube von 11% auf 20% mal hochgemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Endaufnahme sich anhört, aber ich dachte, damit ihr auch mal ein bisschen Ton habt und nicht nur mein Gequatsch hört. Okay, dafür sollte ich vielleicht auch mal dieses Maul halten. Aber ich rede doch so gerne. Manchmal bin ich wie eine Frau. Die hören sich ja auch gerne reden. So, den müssen wir platt machen. Ich hole mir eben das Erz und dann hauen wir den um. Nein, natürlich bin ich nicht manchmal wie eine Frau. Das ist, ich bin ein männlicher Mann. Männlicher geht es schon gar nicht mehr. Ich laber wieder eine Scheiße heute. Aber das liegt daran, dass ich wieder so unglaublich gut drauf bin. Ah, wenn ich zocke, bin ich. Au, 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 ich stehe hier irgendwie im Feuer, glaube ich. Wenn das überhaupt einem schaden kann, weiß ich gar nicht. So. Damit haben wir den auch platt. Ey! Oh Scheiße, ich sollte ein bisschen darauf achten, was ich hier mache. Weil es ist ja doch, so wie ich das gerade sehe, teilen die ja doch ordentlich Schaden aus. Unter 1000 sind wir. Das heißt, ich werde jetzt definitiv mal sehen, dass ich mir mal eben einen Verband einschmeiße. Auf jeden Fall ein Jubiläum. Erster Verband nach einem Kampf, nicht nach einem starken Sturz, weil das ist jetzt auch insgesamt erst der zweite Verband, den wir hier in dem Let's Play benutzen. Wird mit Sicherheit aber auch nicht der letzte sein, weil da wird noch einiges auf uns zukommen und im Moment droppen auch gerade die Heilsphären nicht so schön, wie ich es gerne hätte.
Moment, wo ist denn der? Da hinten steht er wieder am Berg. Genau, da ist er. Dann werden wir hier mal eben die Quests abgeben. Warum seid ihr hier? Darum. Frag nicht warum, darum. So, die Geldsäcke können wir dann... Ah, okay. Dem Centurio Bericht erstatten und die anderen Dinger auch alle da im ersten Lager abgeben, wo wir gestartet haben. Zumindest hier in diesem Gebiet gestartet haben. Oh, ausreichende Verdra-Pflanze, auch nicht schlecht. Gefällt mir immer gut, wobei ich wusste, dass die mich jetzt sehen. Das gefällt mir jetzt weniger, aber soll's. Ah, schade, mehr geht nicht. Na gut. Dann müssen wir die eben so ein bisschen schlachten. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Mana, um uns mal komplett zu wirbeln. Und damit haben wir das Problem mit diesen lächerlichen Viechern auch hinter uns. So. 20 Minuten noch. Ne, stimmt ja gar nicht. 40 Minuten noch. Dann werde ich erstmal meine Frühstückspause genießen. Wieder schön mit gekochten Eiern und also, oh, ich liebe Eier. Da könnte ich mich dann tot fressen. Meine Frau ist schon total genervt, weil morgens zum Frühstück immer 3 Eier und abends am liebsten dann noch einen strammen Max hinterher. Aber es schmeckt mir. Eier sind eine meiner absoluten Lieblingsspeisen. Nicht so Fallout hier. Wenn es danach geht, ich habe schon so viele Hühnchen, Küken gefressen, das ist ja unglaublich. Wir müssten da eigentlich selber schon bald Federn wachsen. So, was hat er denn? Ach du, ganz viel zum Abgeben hat er. Man kriegt das, wofür man bezahlt. Jawohl. Wie? Den haben wir auch abgegeben. Hallo. Aufstand der Dwana. Tuebenius ist tot, ausgezeichnet. Er war eindeutig ihr strategischer Anführer. Jetzt, da sie ja seine Führung verloren haben, können wir nach Crescantia durchbrechen. Schlagt euch durch ihre Reihen und sucht in Crescantia Jodok auf. Ich gebe Darwin Bescheid. Geht den Hügel hinauf und nehmt die nächste Straße nach Süden. Aber sofort. So, aber wir haben hier noch einen. Moment, aber wir haben hier noch eine Quest. Haustier. Was müssen wir da machen? Findet den Haus. Ja. Findet den Haus. Ach, Hausierer, nicht Haustier. Wie komme ich denn von Hausierer auf Haustier? Verdammt nochmal. Was ist denn heute schon wieder los? Stimmt, die hatten ja auch noch was. Mit denen sollten wir ja auch noch was gemacht haben. Da stehen sie doch. Die komischen schwarzen Männer. Okay, jetzt nicht mehr so schwarz. Sie haben einen kleinen Rucksack auf. Ich warte jetzt aber auf jeden Fall noch auf die Mobs, die hinter uns her waren. Oh, anscheinend sind die nicht mehr hinter uns her, sehe ich gerade auf dem Radar. Dann quatschen wir jetzt ihre Hausierer an und ich glaube, wir müssen sie genau begleiten und beschützen. 10 Minuten haben wir dafür Zeit. Sollte locker drin sein. Der führt uns nämlich nach Crescantia oder wie es heißt. Jawohl. Na, der war ja voll daneben. Das Ziel ist fast erreicht. Wir sind gerade erst losgegangen, du Hammel. Was ist der denn drauf? Das Ziel ist fast erreicht. Oh, super. Wir haben auch wieder durch Sammeln viele neue tolle Buffs gekriegt. So, der will erstmal einen auf den Sender. Jupp. Und die drei klatschen ihm direkt auch noch hinterher. Oh, haben wir den überhaupt getroffen? Weiß ich gar nicht. Jupp. Auch mal wieder verteidigt. Habe ich ja heute in dieser Aufnahmesession noch nicht ganz so oft gemacht. Und weiter geht's mit dem kleinen Männlein. Aber ich muss sagen, mein Outfit gefällt mir richtig gut. Es wird trotzdem langsamer Zeit für eine neue Waffe und für ein neues Outfit. Haben wir da überhaupt schon irgendwas gekriegt? Schwerter für einen Krieger hätten wir. Aber wir spielen ja keinen Krieger. Das muss ich sagen, finde ich ganz gut an dem Spiel. Was heißt gut? Mir wird es auch ganz gut gefallen, wenn man halt verschiedene Waffen mit den einzelnen Klassen benutzen könnte. Aber es ist halt festgelegt, der Berserker darf nur Zweihand-Äxte benutzen. Und alle anderen Klassen haben auch ihre eigenen Waffen. Okay, ist auch mal...